So. Nein! Verdammt! Das kannst du wegklicken, das kommt sowieso nochmal. Okay. Huch. Hier in der Stadt. Oh, warte, ich muss in den. Ich muss in das Fenster. Jetzt kannst du. Jetzt geht's. Ja! Genau. Das Spiel läuft wieder. Es gab nur irgendwelche kleinen technischen Probleme, wie halt immer. Ja, gehört auch dazu. Ja, also da kannst du mal spielen. Gut. Starten. Genau, Brücke starten. Wir sind die Brücke starten. Findest du es übrigens auch, also ich habe mir extra die Mühe gemacht, das Logo einzudeutschen. Glaub mir mal, das war... Erstens mal, das Wort finde ich jetzt gar nicht so krass, aber es hebt sich halt ab. Mhm. Ja. Und auch dieses neue Spiel ist ein Button, in dem die Grafik, also das Text tatsächlich grafisch eingebacken wurde. Eingebacken? Ja, das ist kein Schriftzug, den ich einfach so überschreiben kann. Ich war das nicht. Nee, das passiert so nach einer Weile tatsächlich einfach so. So, machen wir mal auf neues Spiel. Und gucken, wenn wir irgendwas finden. Ich wollte gerade sagen, wenn wir irgendwas finden, was auf Englisch noch ist, dann merken wir uns das mal. Aber. Also, da ist die Auswahl klar. Ja, aber siehst du den Text, die Frage dazu? Ja, tatsächlich, deswegen ist ja die Auswahl klar. Ja, bist du heiß oder nice? Das ist. Ja, gut, je nachdem, wen man fragt, aber ich würde das jetzt einfach mal in die. Also, da ist das Problem tatsächlich, ich habe die neuen Grafiken, aber die sind zu lang. Ah, ich muss umdenken, wir sind ja jetzt. Ja, richtig. Ah, ist bestätigen. Ja, genau. Ich kann dir auch gerne deinen Controller hin. Also, ganz gut. Aber ich habe das neulich. Nie auf die Idee damit sein. Aber ich hab's auch schon. Also das Ding ist, ich habe dieses Gefühl auch schon anders erlebt. Ich spiele gern auf der Switch, habe aber auch ein Steam Deck. Und wenn ich auf dem Steam Deck spiele, drücke ich auch instinktiv so wie auf der Switch, weil es ist eine Handheld-Konsole. Ja, ich nehme mich jetzt auf die. Ja. Aber ich hätte auch noch eine Idee gehabt, wie wir uns beide. Also, Exiton. Ja, das wird zu lang, das hatte ich schon. Ah, nee, ich hatte jetzt auch eine Idee, die passt auch nicht. Okay, was für eine Idee also, ist. Wir fangen mal mit dir an und machen Fanaxi, Fanaxi draus. Was ist das? Müsste passen, ich habe 7 Buchstaben. Ups. Oder Fendo. Fendo. Oh. Jetzt ja, ja und nee. Nein, konnte ich nicht anders, das ging gar nicht anders zu übersetzen quasi. Das habe ich auch nicht übersetzt, das ist ein Film. Wenn ich das irgendwann noch mache, dann bin ich verrückt geworden. Und die können sogar dann noch aufgewertet werden, die Krieger. Und sehen dann anderen Pokémon ähnlich. Das ist echt cool das teilweise. Cool. So, dann ich mach mal. Das ist mein Part. Oder möchtest du den Erzähler machen, weil du hast so eine schöne Erzählerstimme. Das klingt gleich. Achso, ja. Wir sind wieder mal der stumme Protagonist. Ich glaube, ich würde mal leiser machen hier, damit wir besser zu hören sind. Hä? Hä, was? Wie bitte?
Ich wette, das war jetzt die ganze Zeit schon zu laut. Oh Mann. Wahrscheinlich hört man nichts von dem, was wir gesagt haben. Genau, richtig. Das ist auch gut so. Also, wenn ich den Trailer mit einspiele, kann ich ja selber die Lautstärke mit anpassen. Das passt schon. Soll ich den machen? Ja, mach du auch jemanden. Das ist also Auroras neues Kriegsoberhaupt. Hey, ist das etwa ein Evoli? Gott, so viele Figuren. Ja, es gibt 37 Hauptfiguren. So viele Stimmen kriege ich nicht zusammen. Nee, ich auch nicht. Gott. Das macht nichts. Ja, das ist ein Pokémon, das man hier eher nicht vorfindet, ha? Huh? Ja, und schon kommt direkt Action. Gut. Oh, Junge! Ganz genau. Ich sag dir, ich hab haufenweise so Zeug eingebaut. Du bist Fanaxi, nicht wahr? Das neue Kriegsoberhaupt von Aurora? Wir sind aus dem Königreich Ebenes. Sind also quasi deine neuen Nachbarn. Oder eher deine neuen Herren, wenn du im Kampf gegen uns verlierst. Ist die Uli auch? Ja. Ja, wie die Pokémon da teilweise auch. In dem Trailer war das auch zu sehen. Bei dem einen, das Rihornio war das. Das lacht so mit ihm mit. Okay, legen wir los, Floink! Und ein Bidizer. Ja. Ich konnte nicht Königreich schreiben, weil das wäre zu lang geworden. über manche Formulierungen lässt sich gerne noch streiten. Das wird, es muss nicht final sein. Okay. Zug von Hideyoshi. Ha! Wir zwei gegen dich allein! Das wird ein kurzes Vergnügen! Aurora gehört so gut wie uns! Moment mal! Ich werde an eurer Seite gegen diese Unholde kämpfen. Hä? Nun, je mehr, desto besser. Schließt euch von mir aus zusammen, ist gehupft wie gesprungen. Das ist im Original tatsächlich nicht ganz so frei. Ja. Frei Schnauze. Versteh ich. Ist das euer erster Kampf, Lord Fanaxi? Bitte lasst mich euch helfen. Okay, zuerst das Wichtigste. Bewegung. Und zwar so, wie ich es mache. Verstanden? Ja. Okay, jetzt seid ihr da, Lord Fanaxi. Drücke A. Ach so, nee, warte mal, du warst ja der Erzähler. Ach so. Jetzt hat's mir nicht gewonnen. Auf geht's. Zeigt an, wohin sich Evoli bewegen soll oder kann. Benutze das Steuerkreuz, um auszuwählen, wohin du dein Pokémon bewegen willst. Drücke dann A. Bewegen wir uns doch mal hier hin. Beweg dich ruhig mal woanders hin. Ups, das war nicht der richtige Ort, Lord Fanaxi. Ja, sogar sowas musste ich mit übersetzen, nur für den Fall, dass jemand nicht drauf hört. Und wir müssen das alles... Ja. Wähle. Warte. Und dort am Ende deines Zugs. Ich bin ja Erzähler. Zu warten. Ich glaube, wenn du Kämpfe gedrückt hättest, hätte auch wieder sowas aufgeploppt. Wäre sowas aufgeploppt worden. Da muss man echt drauf achten, dass man immer beim Testen alles falsch macht, was man falsch machen kann. Tja, mein Beileid. Hast dein Königreich gerade erst frisch bezogen. Aber du wirst die Festung von Aurora. Aurora verlassen müssen, noch bevor du deine Koffer ausgepackt hast. Zug von Verlassen. Wenn diese Grobian unsere Festung einnehmen wird, Aurora. Denken wir nicht weiter darüber nach. Überlass den hier einfach mir. Pummelhof, Doppelexi.
das merke ich mir. Denk nicht, ich vergesse das. Den anderen müsst ihr übernehmen, Lord Phanaxi. Auch jetzt kannst du irgendwie wieder... Versuch mal wieder an die andere, an woanders hinzugehen dann. Bewege dich zu einem Feld, das an den Feind angrenzt. Nicht dort, Lord Phanaxi. Auch nicht. Ich überlege, ob ich da auch was anderes, was... Also als Text platzieren könnte. Falsches Loch. Nein. Sag mal, bist du bekloppt? Rede ich Chinesisch? Würde ich sogar im Sinn der Spanien passen. Do I speak Japanese? Wie in der Ace Attorney Fan-Up-Folge. Rede ich etwa Japanisch, wäre, glaube ich, echt ein guter Satz dafür. Dann ist es. Ich weiß gar nicht, also die Charaktere, die Hauptcharaktere sind wirklich an echten historischen japanischen Figuren angelehnt in dem Spiel. Pupperluft zum Beispiel. Ja, absolut. Jetzt geht es los, Lord Phanaxi. Ihr müsst kämpfen. Lasst euch diese Chance nicht entgehen. Jetzt ist die Zeit zum Kämpfen, Lord Phanaxi. Ich muss da wirklich so Sachen einbauen wie... Also so blöd kann man ja wohl nicht sein. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Schade, dass es das nicht so wirklich gibt, dass ich dann nach mehreren solchen Versuchen... Einen anderen Text, ne? Einen anderen Text habe. Ah. Also gut. Bitte wähle die Richtung deines Angriffs aus. Na gut, hier ist es leider... Ja. Hier kommt leider kein neuer Text. Was? Das werde ich mir merken! Merkt ihr das gefälligst? Warte, sag doch was. Ja. Die Festung von Aurora gehört uns. Oh Junge, du bist stark. Das stand ganz anders in der Auftragsbeschreibung. Was machen wir jetzt bloß? Lord Nideyashi wird das gar nicht schmecken. Und wenn schon, jetzt müssen wir erstmal einen würdigen Abgang machen. Euer Link zu Evoli, Lord Phanaxi. Er ist bereits so stark. Womöglich seid ihr wirklich auserwählt. Gewonnen! Auch so ein Text, wo ich erst mal eine Weile gebraucht habe, bis ich umgemalt hatte. Ich habe aus den Buchstaben, die ich hatte, versucht, andere Buchstaben zu bauen. Oh Gott. Das W, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das zusammengebastelt habe. Das war ja nirgends drin, also es gab ja Defeat und Victory. Ich habe das V genommen und habe das, glaube ich, irgendwo an irgendeiner Stelle geteilt. Ja, gewonnen, das W vielleicht. Ja, bei einem deutschen Wort nehme ich einfach... Naja. Bei einem englischen Wort, welches gar nicht gewonnen heißt. Ja. Die Armee von Phanaxi hat Aurora erfolgreich verteidigt. Ja, ich glaube, da ist sehr, sehr viel im Die Ver- blauen lasse ich mal weg. Ja. Das sind die Namen. Genau. Ihr seid im Kampf ein wahres Naturtalent, Lord Phanaxi. Verzeihung, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Oichi? Ja. Oichi. Ich bestreite eine Reise mit meinem Pummeluft hier. Aber, wenn es euch nichts ausmacht... Hier eine kleine kurze Sache dazu. Du siehst ja, das Ü von Würde und das Ö von Nö sehen okay aus. Außerdem bitte auf Nö gehen, da kommt dann mehr Text. Das ist ganz... Also, ich finde es gut, das abzulehnen. Okay. Sie abzulehnen? Nein. Was das Ä angeht, in dem Programm, welches ich benutze, also im Spiel selber würde das große Ä korrekt dargestellt werden. Aber in dem Programm, in dem ich das bearbeite, habe ich das Problem, irgendwann macht er einen anderen Buchstaben daraus, dann macht er einen Backslash draus und der wird gar nicht im Spiel angezeigt. Deswegen habe ich jetzt das Ä erstmal als AE. Das große. Backslash. Ja. Genau. Nur
statt M. Das ist ja. Das wurde mir tatsächlich beim Testen so angezeigt und ich habe mir dann gesagt, okay, erstmal mache ich AE draus und am Ende, wenn ich dann wirklich fertig bin mit Übersetzen, nichts mehr ändern muss, dann. Verstanden. Ja, jedenfalls. Dann würde ich gerne eure Armee beitreten, Lord von Axie. Würdet ihr mir diese Ehre gewähren? Nö. Ich habe mich entschieden, euch zu dienen, Lord von Axie. Bitte lasst mich auch. Nö. Ich werde für kein anderes Kriegsoberhaupt kämpfen. Bitte. Nö. Ich möchte für niemand anderen als euch arbeiten, Lord von Axie. Bitte, bitte lasst mich euch begleiten. Nö. Na gut, ich verstehe. Wenn ihr wirklich nicht wollt, dass ich euch begleite. Nein, so leicht gebe ich nicht auf, Lord von Axie. Bitte, lasst mich euch begleiten. Nö. Bitte seid nicht so herzlos. Ihr nehmt mich und bei euch auf. Hier ist, ab hier wird es sich immer nur wiederholen. Also jetzt musst du irgendwann okay drücken. Na gut. Okay. Oh, vielen Dank. Als Kriegerin in euren Dienst werde ich alles geben, was ich habe. Sogar mein Pummel. Ja! Vorsicht, was du sagst. Solche Texte landen irgendwann im Spiel. Oh Gott. Sogar mein Pummel. Nein, doch nicht. Doch eines macht mir Sorgen. Mein Pummel. Wie soll ich ohne es kämpfen, wenn ich es an euch gebe? Finde ich gut. Pass auf, ich mach das erstmal zu Ende und dann bringe ich nochmal extra eine LP-Version. Es scheint, als hätten die Flammen der Feindseligkeit Aurora schlussendlich auch Aurora erreicht. Ja. Oh. Die Ransei-Region. Ein Reich bewohnt von... Spricht man das so aus? Ransei, ja. Bewohnt von Kriegern, einige wenige davon mit dem Privileg gesegnet, wortlos mit Pokémon kommunizieren zu können. In Ransei wird eine Geschichte aus alten Zeiten von Generation zu Generation weitererzählt. Sie erzählt von einem Jungen, der kein Pferd hat. Das landet auch alles drin. Das wird so gut, wenn das. Da müssen wir das gleich nochmal Let's Play. Wenn ein einzelnes Kriegsoberhaupt alle 17 Königreiche von Ransei erobert, wird das Pokémon, das Ransei ernst erschuf, erscheinen. Die Krieger des Lichts, des Landes glauben alle an die Wahrheit dieser Geschichte. Sie ist wahrlich das, was sie alle antreibt. Ja. Soll mal das Artwork bestaunen? Schick. Sehr schick. Allein deshalb werden unzählige Kämpfe um die Kontrolle der Königreiche von Ransei geführt. Oh, fuck so. Ja. Was soll schon schief gehen? Ja.